Name ist Renate und gegen die ganz tollen Reden vorher verschwinde ich fast. Ich glaube aber, ich brauche das Zepter vom König, nämlich diesen Klobesen, damit ich das ein bisschen wegwischen kann, was hier passiert in Wien. Ich bringe euch ein kleines Problem dar, aber es steht für die Art, wie Wien mit uns Wienerinnen und Wienern umgeht, und ich möchte das ganz einfach aufzeigen und transparent machen. Ich bin die Sprecherin einer Bürgerinitiative, die heißt Rettet das Arbeiter Strandbad, und es geht um ein Bad, jetzt im Herbst. Wir haben vor 2 Wochen erfahren, dass dieses Bad in genau 6 Wochen geschliffen wird und die alten Leute, die dort wohnen, quasi wohnen, denn es ist ihre Heimat, die sind seit 50, 60 Jahren schon dort, haben vor 2 Wochen diesen Schritt bekommen, dass sie zusammenpacken und gehen dürfen. Das ist kein Privatbad, wie es medial auch gepostet wird von der Stadt Wien, um diese Leute schnell loszuwerden, sondern es ist ein altes, öffentliches Bad. Das ist das zweitälteste Bad an der Alten Donau. Das hier, das ist 1912 eröffnet worden und wird jetzt in 6 Wochen den Boden gleich gemacht. Die Stadt Wien begründet das damit, dass sie eine Liegewiese für alle Wienerinnen und Wiener machen möchte. Und das ist ein tolles Projekt, finde ich. Wenn man dieses tolle Projekt aber etwas genauer betrachtet, dann sieht man, dass das nicht ganz stimmen kann. Denn die Stadt Wien kauft 4 Jahre der Bach zurück. 2018 würde es an die Stadt Wien zurückfallen. Die Stadt Wien investiert massive Geldmittel, um dieses Bad dem Erdboden gleich zu machen. Die Stadt Wien informiert in keinster Weise. Anfragen an die Stadt haben überhaupt kein Echo gezeigt. Weder der Bürgermeister noch die Vizebürgermeisterin, Oksunic oder Sima-Büro haben hier eine Antwort gegeben. Wir befürchten von der Bürgerinitiative, dass diese Liegewiese nur ein Vorwand sein wird, um bis zur Wien-Wahl ein schönes Projekt darzubieten und nach der Wien-Wahl etwas anderes damit zu gestalten. Wir finden es empörend, dass hier in keinster Weise auf Anfragen von langjährigen Besuchern dieses Bades geantwortet wird. Und wir finden es empörend, dass das alte Wien ganz leise, still und leise dem Boden gleich gemacht wird. Wir haben 6 Wochen noch Zeit, wir haben eine Petition, wo man hier unterschreiben kann. Bei Aktion21.at gibt es diese Petition. Und ich würde euch, ich würde Sie bitten, uns hier zu unterstützen, um ein kleines Stück altes Wien zu erhalten. Dankeschön.